ist für uns so ein sensibles Thema. Wir wollen normalerweise ja nicht zu stark eingreifen und wir wollen vor allem auch nicht wieder so agieren, wie wir früher agiert haben. Deswegen ist ja der einzige Fall, wo wir sozusagen als vergleichbare Kolonialmacht wieder eintreten, der Failed State. Der sozusagen Fall, wo dieser Staat nicht mehr existent ist, wo er sich selbst nicht mehr schützen kann, wo die Bevölkerung in Gefahr steht und wie die erste Regierung das schon richtig analysiert hat, wir in der Hauptsache der Fälle dafür verantwortlich waren, dass überhaupt dieser Staat sozusagen, wenn er, selbst wenn er entstanden ist, später in diesen Zustand gestellt ist. Was wir hier gehört haben, war die Alternative sozusagen, dann reden wir doch mit den Warlords. Wir wollen auch, dass dieser Staat irgendwie funktionieren kann. Wir wollen einen anderen Eingriff, weil wir sozusagen uns vor dieser schlechten Regierung schützen wollen. Dann frage ich euch mal, wie sieht denn das praktisch aus? Praktisch heißt das, dass wir irgendwelchen Warlords unterstützen müssen. Also wir wollen eine Stabilisierung, aber die würden das lieber gerne über die, die gerade aktuell in den einzelnen Bereichen agieren wollten, sozusagen schaffen und die einzelnen sozusagen Gebiete schon beherrschen. Das heißt, wir müssen irgendjemanden, der mit einer AK-47 herrscht, noch einmal Waffen liefern oder den unterstützen. Was ist daran besser? Wie erscheinen wir da nicht als der noch größere Oppressor, der hier einen Typen, der nur mit einer Waffe Gewalt und Tod und Mord regiert, auch nochmal zusätzlich unterstützen? Das ist der falsche System. Wir sind treten auf und sagen, ein System, das sozusagen durch diese Warlords, durch diese Leute, die militärisch den Staat stürzen wollen, sozusagen gegen den agieren wir und wir wollen die Regierung wieder, sozusagen wir wollen wieder eine Stabilität und auch eine wieder eine Regierung, die ihr euch selbst hattet, die ihr wieder haben wollt und den würden wir euch geben. Deswegen sind wir ganz klar sozusagen für die Unterstützung dieser Regierung oder für die Etablierung einer neuen Regierung. Denn schauen wir uns mal die Vergangenheit unserer sozusagen Kolonien an. Die letzten Kolonien sind sozusagen entweder mit aus Stamm, deren Regierungschefs sind aus Stammesführern zusammengesetzt worden, das ist genau das, was die waren, das können wir auch wieder benutzen, sozusagen kurzfristig, um langfristig ein demokratisches Mittel zu machen, für die kurzfristige Stabilisierung, dass sie uns nicht sofort an die Wäsche gehen. Wir können aber auch, wie das später sozusagen der Fall war, bei anderen Staaten direkt eine Wahl durchführen, um dann die Regierung wieder zu übergeben. Wunderbar funktioniert schon, das war sozusagen ein Idealfall, wie es beispielsweise in Indien der Fall war. Indien wurde erst ganz spät in die sozusagen eigene Freiheit gegeben und das ist sozusagen das, wie wir nämlich hier arbeiten wollen. Auf jeder Seite beschließen der Regierung, dass wir erst ein stabiles wirtschaftliches System haben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wie wir sozusagen es schaffen, dass sie ein Teil von uns werden und dass das Großartige dabei ist. Und da fangen wir jetzt auch mal an. Genau, ihr habt es schon um die Punkte gebracht. Wir geben hier ein judikatives System, ein exekutives System und ein legislatives System. Das funktioniert in allen Bereichen. Und das machen wir, das alle inkludiert. Das größte Problem ist nämlich, nehmen wir beispielsweise Südsudan. Ich will nicht sagen, das ist ein Failed State. Ich kenne mich in Afrika nicht so aus, was da ein Failed State ist und was nicht. Aber sagen wir mal, wir haben das jetzt hier richtig zugeordnet und wissen, was es ist. Im Fall von Südsudan sind Rohstoffe bei einer ethnischen Gruppe sehr stark vertreten. Und diese ethnische Gruppe sagt, dann haben wir auch den Anspruch darauf, diese Rohstoffe zu nutzen. Und das sorgt sozusagen bei der anderen Gruppe für den absoluten Neid und die Frage, wie benutzt ihr eigentlich dieses Geld und wenn es zu Korruption kommt, was in den meisten Fällen ja der Fall ist, wie können wir sozusagen, wie für wen wird es genutzt? Für die eigene ethnische Gruppe. Das heißt, die Problematik ist, dass die eine sich absolut benachteiligt sieht. Und wenn wir jetzt diese Leute, diese Warlords, die ja meistens aus einer ethnischen Gruppe bestehen, ihnen auch noch zusätzlich Waffen geben, um die Rohstoffe, die sie illegitimerweise nur für sich nutzen, statt für die Gesamtbevölkerung, weil wir diesen Staat erhalten wollen, dann sehen wir das Problem, dass wir genau da angreifen müssen, wo wir das sozusagen einen schönen Mechanismus haben. Wir können, da wir diese Rohstoffe aus der Hand dieser Gruppe nehmen und für alle verwalten, auch sie für das Gesamtwohl nutzen und damit Straßen bauen können, Öl sozusagen bauen können, Bildungseinrichtungen bauen können, Schulen beibringen können, indem wir den Leuten auch beibringen können, ja, aus unserem Bildungssystem, aus unserem Rechtssystem auch, jeder Mensch ist gleich, jede Volksgruppe ist gleich und deswegen verteilen wir auch die Bildungssubventionen in jedem Bereich gleich. Die schließende Hälfte. Warum hat das in Afghanistan, wo ja viel davon probieren und denen sogar noch eine eigene Zivilregierung lassen, denn ja nicht geklappt? Ah, wunderbar, danke schön. Das ist nämlich mein zweiter Punkt. Das Problem ist da, wir haben einen UN-Einsatz gehabt. Normalerweise agieren wir in der UN nämlich viel zu spät. Beispiel Ruanda. Erst mussten 2 Millionen Tutsis abgeschlachtet werden, bevor wir dann gesagt haben, ja, jetzt agieren wir sozusagen. Die UN lässt sich sehr viel Zeit und braucht einen Mehrheitsentscheid, um auch den UN-Sicherheitsrat zu agieren. Wenn wir jetzt sozusagen sagen, wir sehen, dort ist ein Failed State, Menschenleben sind in Gefahr, es wird nicht mehr möglich sein, die Chance sozusagen einen Staat wieder zu etablieren, rückt in weite Ferne und ist in großer Gefahr und sozusagen auch die Versöhnung der einzelnen kulturellen Gruppen kann nicht passieren, weil sich hier eine die andere abschlachtet und sozusagen die Möglichkeit zur Versöhnung nimmt. Deswegen müssen wir schnell agieren. Und deswegen agieren wir als ehemalige Kolonialmacht. Die Probleme eigentlich verursacht, sieht jetzt, dass sie handeln muss. Und deswegen sind wir die sozusagen einmal die Legitimates, also die Besten, die da handeln sollten von der Rechtfertigung.
her. Und wir sind die, die das beste Auge haben. Weil wir schon in den meisten Fällen diese Länder nicht in die eigene Wirtschaftlichkeit sozusagen verlieren. Wir haben immer Handel betrieben. Wir haben immer mit ihnen Handel betrieben. Wir kennen diese Länder. Und deswegen kennen wir auch deren Wirtschaftssysteme. Und deswegen können wir die Rohstoffe am besten. Wenn wir sie jetzt als Teil unserer Bevölkerung sehen, dann haben wir den größten sozusagen Veränderung. Wenn wir sagen, die sind ein Teil von uns, dann interessieren uns ihre Probleme. In den meisten Fällen steht hier Bono vorne und schnippt mit dem Finger und sagt, ein Kind in Afrika stirbt. Und manche sagen, boah, das ist ein cooler Beat. Und die Betroffenheit existiert nicht. Wir sagen, solange es uns nicht betrifft, und hier schaffen wir die Betroffenheit, weil es Bürger unseres Landes sind. Ihr schafft Schulden. Deswegen schaffen wir die Betroffenheit. Wir können die dritte Partei sein, die unbeteiligte Partei. Selbst wenn die sauer werden auf uns, dann laden wir diesen Zorn gerne auf uns. Wir sind die, die es ertragen können. Wir können diesen Zorn ertragen. Wenn sie sich zusammenschließen, Völkergruppen, die sich Jahrzehnte lang gehasst haben, und uns, diesen Hass auf uns konzentrieren können, uns selber Gemeinsamkeiten beieinander finden, dann sagen wir, wunderbar, das können wir machen, das können wir ertragen, liebend gern, und dafür nehmen wir auch das gerne in Kauf. Und dann wissen wir der Zeitpunkt irgendwann, wann es sozusagen zu gehen ist, ja, wenn die gemeinsam zu den Waffen greifen gehen, und dann wissen wir, dass der Zeitpunkt gekommen ist, und dann haben wir dann kein Fail-State mehr, sondern ein funktionierender Staat, ein funktionierendes System, das sich so etablieren kann. Und wenn sie sozusagen nicht zu den Waffen greifen, dann haben wir eine wunderbare wirtschaftliche Kooperation geschaffen, in der wir dauerhaft Stabilität schaffen können, die Rohstoffe sicher verteilen können und dafür sorgen können, dass es den Leuten nicht am Arsch vorbeigeht, was dort passiert, sondern mit unserer eigenen Betroffenheit sehen wir es erst und handeln und agieren jedes Mal richtig. Und deswegen aus all diesen Gründen für diese Regierung.